Dieser Film gibt Einblick in eine Randsportart der Randsportarten. Wir besuchen Hans Flühmann in Hofstetten bei Brienz im Berner Oberland und erfahren, wie er im Herbst 2010 das ganz Große schaffte. Den Weltmeistertitel und Weltrekord im Compound-Bogenschießen. Ja, als Kind hat man die Bauben selber Bögen gemacht oder hat der Vater Bögen gemacht. Armbrüste hat er gemacht und so. Und dann ist es aber noch nicht gerade darum gegangen, um zu treffen. Das war eigentlich die Faszination. Wer weiter hat man geschossen, der war dann nachher der Chef. So hat es da angefangen. Und eben interessiert hat es mich natürlich immer, das Kei beim Bogen schiessen. Ja, es gibt grundsätzlich gibt's drei Bogen. Bogenarten. Das ist der Langbogen und der Rückwurfbogen. Und der wird eigentlich hauptsächlich ohne Visiere geschossen. Und dann die ganz wichtigste ist der Olympische Bogen. Und das ist eben der rein rassige Rückwurfbogen. Und danach gibt es eben noch den Compoundbogen. Das schiesse eben ich. Hier. Das wäre eben der. Das ist eben das, was mich so wahnsinnig fasziniert. Das ist der typische Compoundbogen. Kategorie Freestyle Unlimited. Da ist alles drauf haben. Visier, Stabi, Lupe. Mechanische Lösehilfe. Aber ist eben leider noch nicht zugelassen bei der Olympiade. Ja, das ist doch ein schöner Bogen. Das ist meine Klasse. Freestyle Unlimited heisst das. Seine stärkste Disziplin ist das 3D-Bogenschießen. Heute begleiten wir ihn auf seinem bevorzugten Parcours in Kegiswil. Das ist jetzt die Scheibe 2 auf dem 3D-Parcours. Und dahinter, das ist jetzt eben so ein 3D-Tier, beziehungsweise ein 3D-Fokus. Und jetzt probiere ich da eins drauf zu schiessen. Zuerst muss ich die Distanz schätzen, weil da ist keine Distanz angegeben. Dann geht es noch Opsi, das muss man auch noch einberechnen, weil wenn man Opsi schiesst, geht viel höher. Also das sind jetzt 20 Punkte und das ist einfach der 20er und das ist nachher 18 und der Rest ist der. Jetzt geht es weiter zur nächsten Scheibe. Man redet eigentlich auch von einer Scheibe, ob schon das ein Tier ist. Ja, nachher zum richtigen Bogenschiessen bin ich nachher gekommen. Ich war in der 9. Klasse gewesen. Dann sind wir ins Konflager, auf Thun, ins Gwatt. Und dann haben wir dort so einen Ausflug gemacht. Und danach, was habe ich dort auf das Mal gesehen? Richtige Bogenschützen. Ich habe gemeint, ich traume. Die haben auf 90 Meter geschossen, eine Weltdistanz. Und der mit dem richtigen Rückwurfbogen haben die dort geschossen. Dann habe ich dort denen zugeschaut und ich habe nur noch gestaunt. Ich habe mich gar nicht mehr fortgebracht. Ich bin einfach dort wie angewurzelt, da bleibe ich stehen. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe denen zugeschaut, die haben immer fast auch in die Mitte gereicht und so. Und ja, das habe ich eben nie mehr vergessen. Das ist mir irgendwie geblieben. Und dann ist mir da irgendwie richtig zum Bogenschiessen gekommen. Aber das war eben viel später gewesen. Das ist eigentlich durch einen Zufall ist das gekommen. Ich habe es immer im Hinterkopf gegeben, das Bogenschiessen, aber nachher ist das ein frischer Arbeitskollege, wo ich noch beim Zobo gearbeitet habe. Und dann hat er eben gesagt, der Kollege von seinem Vater verkaufe gerade eine Bogenausrüstung. Dann bin ich diesen Bogen geschaut und dann habe ich den gekauft. Und so hat es nachher angefangen. Ich habe 2 Wochen Bogen geschossen, nicht länger. Und danach habe ich mich informiert,
bei einem Bogenhändler zu Luzern, bei Strebel, war das vielleicht ein Turnier hätte, weil ich auch keine Ahnung habe. Und da hat er eben gesagt, gerade in 2 Wochen wäre eins in Bern. Und dann haben wir mich angemeldet und bei der geschossen. Und das Ziel war, nicht letzt zu werden. Und dann habe ich es einmal geschafft, über zweit oder dritt letzt zu werden. Und hat mir massig gefallen. Also. Und das hat, also die Kollegen haben mir eigentlich gesagt, die haben mir das zuerst nicht glauben wollen, dass ich erst 2 Wochen Bogen schiesse. Und da ist nur so gesagt, eben, also wenn das wahr ist, dann kehrt man jetzt noch etwas von dir, oder? Das ist nachher so, ja, ist schon so etwas in der Luft gelegen. Schon dann, als ich zuerst geschossen habe, irgendwie. Ja, danach habe ich da, nach dem Turnier, am ersten habe ich auch schön weiter trainiert und mir hat durch das Gegengang ein bisschen besser. Dann ist das nach 3-4 Monaten ist das Herbst geworden und da dachte ich, so, jetzt wäre es Zeit für ein zweites Turnier. Dann bin ich wieder zu Strebel, mich informieren. Das war meine einzige Informationsquelle dann. Wenn vielleicht noch gerade ein Turnier war, wollte ich schauen, ob ich mich etwas verbessert habe, vom Frühling jetzt auf den Herbst. Und dann hat er mir gesagt, ja, da war ich in Brunwald. Das war aber das zweitägig und ist ein kleines Schwieriges. Ein 3D-Turnier. Und dann habe ich gesagt, ja, das war genau das Richtige für mich. Dann wusste ich gerade, ob mich eben verbessert hat oder nicht. Dann habe ich mich angemeldet und bin an das Turnier. Und alle sind da so mit Bogenkoffer gekommen, weißt du? Pfeile, alles, der Bogen, alles schön versorgt. Ich mit einem Rucksack, Pfeile im Rucksack, oben rausgesehen, old. Der Bogen in der Hand. Dann haben mich alle so angeschaut, old. Und eigentlich nicht viel zu mir gesagt. Und dann hat man da den ersten Tag geschossen und ich war also, ja, schon ein bisschen nervös. Und, aber schon zum Einschiessen hat mich gedacht. Ich schiesse so 50 Meter fast Gruppe, wie da die guten Schützen noch. Ja, die Schützen eben nicht kennt. Und da waren eben schon ganz gute dabei gewesen, namhafte Schützen. Und Schweizer Meister und so fort. Kaderleute, Kaderschützen. Gut, dann haben wir da den ersten Tag geschossen, ist mir einmal nicht schlecht gegangen. Und auch nicht speziell, aber schlecht nicht. Und dann am Abend haben wir fast, also einen Haufen haben wir gefragt, von wo dass ich komme, wie ich heisse, wie viel dass ich habe geschossen und so. Und was ich habe geschossen habe, habe ich nicht, eigentlich nicht gewusst, weil das hat mich auch nicht interessiert. Ich war auch nur fasziniert vom Bogenschießen. Und zum Montag haben wir weiter geschossen. Und am Sonntag ist mir nachher gut gegangen, am zweiten Tag. Und dann am Sonntag am Abend bin ich in der Rangverkündigung, ich habe es schier nicht geglaubt, fliehen wir nicht erst. Ja, so hat das da angefangen. Aber da habe ich nachher manches Jahr kein Turnier mehr gewonnen. Das ist nachher. Es ist schon stetig ein bisschen ups gegangen, aber nicht, dass ich gerade bei 4 in die Ränge komme. Es ist nicht schlechter geworden, aber ging ein bisschen besser. Aber es ist 2-3 Jahre gegangen, bis ich da wirklich etwas erreicht. In Schwarzenburg, ca. 80 Kilometer westlich von Brienz, trainiert Hans einmal pro Woche in seinem Club Grasburg. Hier erfahren wir mehr über die Grundlagen des Bogenschießens. Also ich nehme jetzt den Bogen für und setze den Bogen zusammen. Schauen, ob ich das noch kann und danach schaue ich, ob meine Pfeile bis zur Scheibe fliegen oder nicht. Wichtig zum Schiessen ist, dass man etwa so schulterbreit parallel zur Scheibe steht. Ganz normal, wie ein stolzer Schweizer. Und die Technik des Bogenziehens ist eigentlich, die Schulterblätter zusammenziehen. Und das andere sollte mehr oder weniger locker sein. Jetzt will ich das erst probieren, ob mir das gelingt. Viel sollte ich auch noch drauf tun. Schulter breit steht ohne. Stolz wie ein Schweizer, glaube ich auch fast. Also das hat man mir erst gesagt, das kommt nicht gerade nur von mir. Aber ich habe das befolgt und bin gut gefahren damit.
Schulterblätter zusammenziehen. So. Rückenspannung erheben. Und weg ist er. Der ist auch schön gegangen. Ja, nach diesen paar Jahren bin ich nachher das erste Mal in Ronco. Im Tessin bin ich 3D-Schweizermeister geworden, ja. Und das war eigentlich mein schönster Sieg. Das war absolut super. Ich habe nie geglaubt, wann man eigentlich ja, Schweizermeister werden kann. Und plötzlich ist das, eben, bin ich es geworden und danach von dann an bin ich es wirklich immer geworden. Also in allen Sparten, Indoor nachher, Fita, 3D, Field, überall. So ist das nachher weitergegangen. Und auf das Mal eben, ja, habe ich nachher eine Uhurenkraft immer gespielt. Und habe nachher auch gemerkt, dass ich auch etwas Gräbers könnte gewinnen. Ja, irgendwie bin ich auf das Mal eben so weit gewesen, dass ich selber geglaubt habe, jetzt tue ich richtig trainieren. Und ich habe mich nachher richtig vorbereitet für 2010. Da habe ich mir vorgenommen, an die Europameisterschaft in Stuhlfelden zu gehen. Und danach an die Weltmeisterschaft in Dan. Und die Europameisterschaft war im Frühling, eben in Österreich, in Stuhlfelden. Und da hat man 4 Tage geschossen. Und da bin ich. Von Anfang an bin ich gerade vor dran und dort bin ich nachher das erste Mal Europameister geworden. Und danach habe ich schön weiter trainiert. Und ja, da im August bin ich nachher auf das Dan und da hat man nachher 5 Tage geschossen. Und es ist 5 Tage eigentlich sehr gut gegangen. Am zweitletzten Tag habe ich auch noch einen neuen Weltrekord geschossen und habe die WM für mich dürfen entscheiden. Und das ist ja, das ist für mich, also vom Resultat her ist natürlich ja das grösste gewesen, ja. Also das grösste Rennen, das ich durfte gewinnen. Und ich habe dann nachher eben keine Sponsoren angenommen. Und mir tut so viel schöner, dann kann ich selber entscheiden, welcher Turnier das ich engagiere und welcher Meisterschaft das ich mache. Ich habe keinen Leistungsdruck, ich kann meine Freude ausleben und mein schönes Hobby machen. Und das ist mir lieber so, als wenn ich nachher Verpflichtungen habe. Weil sobald wenn du eben irgendwie Sponsoren hast, dann ist es einfach schon ein bisschen ähnlich, wie geht dann schon eher in Profi rein. Und Bogenschiessen wollte ich nicht zu meinem Beruf machen. Ganz klar nicht. Das ist mein Trainingsplatz hier und ja, manchmal passieren da noch so ganz lustige Sachen. Ich war also schon am Schiessen hier und 4-5 Meter hinter mir sind 2 Rehdiere gelaufen. Die haben kurz gewartet und so ein bisschen geschaut und dann sind die weitergelaufen. Und ja, es ist wirklich ein wunderschöner Platz hier. Ich kann mich hier oben auch ein bisschen entspannen. Und dann, wenn man aber so schön trifft, ohne dass man forcieren muss, dann ist das nachher wirklich etwas Wunderschönes. Und ich kann nachher heim etwas anderes machen und es stimmt völlig für mich. Um wirklicher Meister des Bogenschießens zu sein, genügt technische Kenntnis nicht. Die Technik muss überschritten werden. Dies bedeutet, dass Schütze und Scheibe nicht 2 entgegengesetzte Dinge sind, sondern eine einzige Wirklichkeit.